Yo Leute und willkommen zum einem Part von Varo 4. Und zwar habe ich das hier vom lieben Eismann Style. Ich habe sonst nämlich nichts im Internet gefunden, was irgendwie was mit Varo 4 zu tun hat. Und ja, und zwar seht ihr hier ja alle Teams, wirklich alle. Und auch schon welche schon raus sind. Und ich wollte heute mal so sagen, welche überhaupt ich so ein bisschen Müll mag, sag ich mal. Also ich hoffe, dass diese Teams möglichst weit kommen. Und zwar ist es einmal das Team Destillay, glaube ich, soll das heißen, ja. Dann die Heimer. Beides sind gute Teams, auf jeden Fall. Okay, Destillay hat jetzt nicht unbedingt die beste Rüstung, also das heißt jetzt die haben die ja, glaube ich, kaum gefunden. Kürbistumor mit GLP und Paluten. Ja, die ist natürlich hier Hauptfavorit, besonders wegen Manu. Ich will ja nichts zu viel sagen, aber ich sage nur Varo 3. Mehr sage ich nicht bei Manu. Dann gäbe es noch Lord Schneckchen. Die sind leider schon raus, aber ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie noch ein wenig weiterkommen wären. Aber ja, wenn die beiden Fast Gronkh eine, also die Fast Gronkh eine Falle stellen und ja, dann selbst gekillt werden, ist natürlich nicht so gut. Dann gäbe es noch, ich guck gerade so, ich würde sagen Trollolololol. Ja, auch. Sonst, so ein wenig, also ich hätte auch noch gehofft, dass sie weitergekommen wären, und zwar einmal fast Gronkh. Dann oh, unfassbar. Unfassbar. Ja, ich glaube, das war's. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wollte eigentlich nur mal so sagen, welche meine Lieblingsteams sind und welche ich ja befürworten würde. Aber es ist ja noch, es sind ja erst 12 Parts draußen. Also es kann immer noch alles passieren. Es kann immer noch jeder morgen tot sein. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao.